Hallo meine Freunde, willkommen zurück in V-Rising. Auf dem Weg zum nächsten Boss mit Wasabi und Siggi. Jo, hallo zusammen. Ja, moin moin. Wieder eine neue tolle Folge. Guckt gut zu und lernt was. Wenn man keinen Scheiß bauen. Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, mit dem Pferd kann ich auch nur dann wirklich gut reiten, wenn ich die Kamera immer mit drehe. Sonst ist es schnell reiten nicht leibend. Ich glaube, wir sind es falsch gerannt, oder? Ich erinnere mich eigentlich gerade auf gut Klick. Warte mal. Du rennst halt komplett verkehrt, ne? Das ist nicht da oben, gell? Ja, wir sind da vorher schon wenig, ja. Kommen wir da durch den Wald durch? Na, fahren wir da, ist ja wurscht. Abzweigung verpasst. So. Ah, das schaut besser aus schon. Hallo! War schon mal okay. Hat Hut. Oh, Blume. So, na dann. Sehr gut. So, jetzt pfeifen sie so dran, ich meine. Blub. So. Da können wir aber ruhig alles umholzen da herin. Weil da gibt es oft irgendwelche. Achso, die brauchen wir ja nicht mehr. Wir sind ja schon eh schon viel zu weit. Okay, gut, vergiss. Weil da gibt es diese komischen grünen Bahn da, aber die kann man da farmen, aber das, wir sind ja eigentlich schon weit, weit vorbei an dem, mit dem Gear. Von daher ist es wurscht. Ja. Komm zurück einmal, wir sind rundum Gegner, wurscht, was du gehst. Irgendwie sind wir zart. Ja, irgendwie werden die auch Vollgas geheilt. Ja, wir müssen den Priester da oben eliminieren zuerst, ja. Platt. Lass die eh leben, liebes kleines Medi da. Ich will ja nur. Weil da links haben wir mal gefarmt, das war, das haben wir einer gerannt, schau. Und haben einfach nur die Gräber aufgemacht. Das sind schon welche von den Bahnen, aber die bringen wir jetzt nichts mehr.
So, da vorne rechts ist der Boss. Dann auf ihn mit Gebrüll. Kommt der Boss schon? Oh ja, er kommt. Na dann. Haben wir den schon pullt oder was macht er da? Theoretisch muss man dem Typen nur gut ausweichen. Der schießt halt ab und zu mit so um sich. Und, diese, und irgendwas war mit diesen schwebenden Dinger da gerade. Entweder muss man die gleich killen, die da. Entweder muss man es killen oder ich weiß nicht, irgendwas war mit dem. Bleib in der Ecke. Komm nicht raus. Ah. Ich weiß nicht, was diese komischen Kugeln da machen, die er da spawnt. Müssen wir die umbringen? Keine Ahnung, man wurscht die auch nur am Boss. Nein, aber das ist meistens ja nicht so optimal, wenn die vielleicht irgendwas machen, was blöd ist. Aber ich weiß nicht mehr, ich meine, er stirbt eh gerade, aber irgendwas hat, haben die Kugeln da, ich weiß es jetzt nicht. Hat ihn gleich. Da ist er hin. Easy. Sehr gut, meine Herren. Ja gut, bis an Overkill. Ja. Was ist denn mit da? Ist irgendwo eine Tolle dabei? Nein, die Molle kann doch keine Prozente da. Da hat er da Lutz mehr Prozente als die Typen da. Hast du jetzt schon so blaue Sichel? Eine Sensen? Nein. Ich hab, nö. Da. Seine Flöten gegangen, weil ich hab ein Göps hab ich aufgehoben und jetzt andere nicht. Was hab ich denn, was war denn mein Göps? Ein Buch, Anhänger des der Zauberweberin. Keine Ahnung, ob wir den haben. Danke. Bitte, müssen wir nur hoffen, dass wir beide Glück haben. Naja, warte mal, was steht denn da drunter? Steht eh irgendwas so und unheilige Durchwirkung, Treffer bewirken Verdammung, keine Ahnung. Mal schauen, was bei deiner drunter steht, dann, ob das gleiche ist überall. Na gut, dann können wir sie da ja wieder wegverziehen, weil eigentlich müssen wir da nicht mehr machen. Die Mats, was da sind, sind eigentlich schon zu klein für uns, also können wir gehen. Hauptsache, wir haben zwei Part lang nämlich darüber diskutiert, wie viele Tränke wir brauchen, ne? An. Ja. Aber hab ich's dir nicht gesagt vorher gerade? Jetzt gehen wir runter und ich leg mal First Try. Was ist deins? Vincent. Hol ich mir mal fertig. Was macht denn in der T eigentlich jetzt? Achso, freilassen, das will ich jetzt nicht.
So, Moment. Mal Marker setzen, dass ich ein bisschen Gas geben kann. Dann, 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 dann. Dann renne ich schon wieder hin. Bei Schoppung. Falsch, du musst woanders probieren, gell? Ich weiß ja nicht einmal, was wir machen. Ja, ich jetzt mal zurückgehe. Also zu dir ins Studierzimmer, mal das ein Ding lernen. Wir haben ja noch nichts geredet und normalerweise noch am Boss, wenn wir direkt neben der Base sind, gehen wir halt im Normalfall kurz wieder zurück, vermutlich. Also habe ich vermutet mal, ne? Gehen wir zu dir hin und sag dir gleich Bescheid, ob es was zum Lernen gibt oder nicht. Mach mal. Nee, gibt nichts zum Lernen. Kriegst wieder deine Fressruhe. So, wohin müssen wir? Wohin gehen wir jetzt? Was haben wir denn? Was haben wir denn da bei dem Wii-Platz? Wo sind wir denn da angelangt schon? Nee, schon weit. Frostmoor. Gehen wir zu Frostmoor. Das ist der, wo du warst. Mit die Schmiede können wir ja sowieso noch lange nicht herstellen. Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich habe da glaube ich, ich glaube, ich glaube, das dauert ein bisschen, bis wir das dann machen können. Ja, so Urblut-Scheiß brauchen wir wieder und Aloe und keine Ahnung, was noch ist. Den Juwelierstisch schauen wir schon, gell? Schmiede der Ahnen. Naja, das ist aber nicht schwer. Die Radium-Alloy, die was du schon hast, wahrscheinlich der Rest. Ist Urblut, kriegst du eh in der Blutpresse. Musst du, ich, du musst doch mal die Herzen haben. Ich kenne da so einen Staubsauger da, putz, putz. Ich kenne wem, der unter Docks viele Stunden spielt und ganz viele Herzen haben kann. Na klar. Wahrscheinlich nicht mitnimmt. Ich hau dich schon weg, die Herzen mittlerweile. Ich nehm die nicht mit, ich schmeiß dich schon da nicht. Ich hab nur zwei verbesserte. Und ich brauch, glaube ich, wie viel brauchst du? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Drei ver. Na, was brauchst du? Sechs verbesserte brauchst du für ein Urblut. Achte. Oder steht das am falschen Boden bei mir? Oh, es gehört am Alchemieboden. Nur? Und wegen dem ranzt? Ich hab 20 von den Herzen, wo du sechs brauchst, rumling. Schön für die. Ich sag dir, das ist ja nicht einmal High-Level-Material, das ist irgendwas, das kriegst du von jedem Deppen. Das kannst du mit normalem Blut herstellen. Du nimmst normales Blut, 150 Blut, kriegst verbesserte Essenz und auch 6 von dem machen auch Urblut, das ist gar nichts. So nebenbei. Ja, das kann ich auch machen, dass ich die umwandel. Ich hab so viel von diesem Blut, so 500er Stacks. Das kannst du locker machen. Das kannst du locker machen. Nein, ja, dann speist die eine. Das habe ich auf paar, hab ich immer eine gehabt, schon, weil ich so viel hab davon, deswegen habe ich schon so viel von dem verbesserten Blut, weil ich schon eh schon nicht mehr weiß, wo ich sieht und so. Problem ist, ich hab das andere nicht. Aber, wenn du aufpasst, kann ich das schmieden. Wahrscheinlich. Vermutlich mal. Ich spiel zu, lass dich gar nicht rein. Das gehört wie gemeint, ja. Ist. Ja, du hast ja schon meinen schönen Blutbrunnen hast schon besudelt, ne? Mein Herz da. Ich hab nur eine geschaut. Das ist wie beim Winnie Geschäften, ich hab nur geschaut. Aha. So, dann würde ich mal sagen, wir können ja schon los. So nah können wir nicht. Ich muss zuerst nur das ausrammen, was mich am Porten hindert. Zack. Zack.
das brauche ich jetzt nicht mehr. Das kann man da umgeben. Jo. Ja. So, eine. Ja, den komischen Trank brauchen wir jetzt ja nicht mehr, oder? Also. Ja, ich habe im Kasten eine Karte, wer weiß, was noch kommt. Nein, das meine ich, aber mitnehmen brauche ich nicht, weil da wird jetzt ja nicht gleich wieder was aufkreuzen, vermutlich, was jetzt er denn braucht, ne? Dann rahmen wir noch meine Blümchen aus. Der Maume. Ja, schon gut aus. So, wo ist denn der Typ? Der ist ganz rechts am Rand irgendwo, gell? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du machen musst. Ich hab ja gesagt, diesen Frost-Typen da, wo du gesagt hast, na. Ein Juweliertisch brauchen wir, den können wir noch nicht haben, weil den haben wir halt den auch gerade gekriegt. Das soll ich gerade sagen, haben wir nur einen Edelsteintisch und einen Handwerkstisch. Und dann haben wir den Juwelier noch nicht, dann ist der neu, ne? Hallo. Da brauche ich Geißelsteine wieder, die sind auch so ätzend. Den Frostmar meinst du da was? Frostmar, ja, genau. Ja, Frostmar. Aber da bohrt dich hin, da kannst du mich gerne. Ja, ja, nein, das hätte ja auch, war auch die Überlegung. Weil der gibt das Ding her. Größere Taschen, mehr Inventarsplatz. Alle drei Taschen, alle vier Taschen, nächste mittlere Stufen. Statt die kleinen. Wie gesagt, mehr Inventarsplatz, immer gut. Juweliersboden haben wir noch keinen, gell? Nein, ich glaube nicht. Oh, ich glaube nämlich auch nicht. Ich lasse es aber da stehen. Ich gehe ganz kurz pipi und dann bohrte ich mich um, weil ich habe im Bord dort. Ja. Ich verstehe irgendwie nicht, was soll das jetzt genau bringen, der Juwelierstisch? Ja. Ja, ja. Ja. Sigi, dein Mikro. Ja. Dein Mikro. Ja, das ist gut. Ja, würdest du sagen. Wir hören mit. Seh, Big Brother und so. Ja. Ich habe aber überhaupt irgendwie nicht das, was ich. Der erste Einschlag. Gibt es da unterschiedliche Sachen? Nö. Aber vielleicht gibt's. Oh, Schattenblitz. Ah, cool. Ich weiß auch nicht, nach welchem Prinzip diese Edelsteine da jetzt hergestellt werden oder verwendet werden, aber. Bist du jetzt schon am Weg oder nicht? Nein. Aber ich habe einen Teleporter da drüben. Ich habe noch nicht gewusst, ob das der gleiche ist, wo du bist. Deswegen haben wir doch die Worte kurz. Aber ich habe nämlich gerade was geschaut. Ich habe die Juweliersbank aufgestellt, die was der Typ da davon, was wir gekriegt haben, ja. Ah, warum hast du schon einen Teleporter da drüben, ha? Wo bist denn du? Na, da oben, wo du bist, nicht. Drunter habe ich einen ein bisschen. Und dann links von dir. Was kann, ob es da nur einen gibt, wo. Nein, ich bin ja einmal letztens alles angerannt, riesen Runden gerannt, wie ich nach dem Wii-Blatt gesucht habe. Nach einem 100er Sklaven gesucht habe, ne? Bin ja alles abgewürzt, was irgendwie irgendwo in der Nähe war. So, ich komm schon. Nein, aber weil du kannst nur solche Edelsteine herstellen eigentlich bei dem Ding. Naja, die geben da auch noch mehr schönes extra, umso größer was werden. Ja, für die, wenn du den hast, für die Fähigkeit, was brauchst du? Da gibt es immer nur die gleichen. Also jeder, also ich habe bei meiner, ich habe jetzt einen Schatten, ich habe meine Kästen, du kannst bei mir mal die Kästen durchschauen.
Ich habe jetzt gesehen, ich habe für Schattenblitz, was ich verwende, einen großen Edelstahl liegen gehabt. Den habe ich aber nicht mehr gewusst, den habe ich schon gefunden, bevor ich die Fähigkeit verwendet habe. Jetzt ist es mir nie aufgefallen. Du kannst bei mir mal durchschauen, da sind 1,5 Kästen voll. Warum kann ich nicht teleporten? Ach, der Staub. Das sind 1,5 Kästen voll. Vielleicht ist für deine Fähigkeiten, falls dann erfüllt, eh einer dabei, aber auswendig. Weil ich habe jetzt eigentlich nur gesehen, dass die Roten für die eine Fähigkeit eigentlich immer nur für das eine sind. Also die sind wirklich. Alle, was ich gehabt habe für Schattenblitz, machen das gleiche. Das meine ich. Es gibt anscheinend nicht für verschiedene, für dass auch Star mal zufällig was anderes kaut. Das gibt es anscheinend nicht. Anscheinend gibt es ja nur auch Fähigkeit. Also ich hab's jetzt zumindest nichts anderes gesehen noch. Ich hoffe, da herum gibt es irgendwas zum Saufen. Ja, warum nicht? Oder meinst du jetzt ein Blut oder was? Ja. Also ich hab mein Blut, mein Kriegerblut noch mit. Oh, da ist ja schon der Boss. Oh, da kann man angeln. Ah gut, ich komm zuerst zu dir. Ja, hoffentlich. Ist der vom Boss? Na mach ihm dabei, komm mal gleich. Du kannst mich gern. Naja, ich bin so weit weg, das ist eh nur für einen Mann nicht so. Und du musst rechnen, wir sind overgeared für dich. Ja, ja, du overgeared. Naja, hast du gesehen, wie schnell wie wir den anderen eigentlich erlegt haben? Dass der ohne viel Anstrengung, zumindest sicher hat man Damage gekriegt, aber wirklich, wirklich vollgas bemüht haben wir es jetzt, glaube ich, nicht, oder? Du siehst ja, dass beim Boss dabei steht 57. Du bist 66. Das ist ja in dem Spiel Welten, das ist ja nicht ein bisschen was, das ist ja. Eine ganze Gierstufen hehe ich, wenn das ganze neue Gier dir nur die 5 Punkte bringt, ne? Ja, aber ich hätte gerne irgendwo ein bisschen am Blut, nicht so einen schmalen Weg, oder? Ich glaube, das kannst du ziemlich vergessen, da. Wir könnten einmal mal angreifen, schauen, was er tut. Ich bin hinter, ja. Überlege mal, warte mal, gibt es irgendwo auf der Karte, schau auf die Minimap, gibt es da einen Aufgang auf so eine Plattform unter uns, die? Weil da rauf kann man rennen, am Nachziehen und dann runterhupfen mit Umschalt von der Klippe. Da kann ich auch nicht nach, da hat man, kann man flüchten kurz. Aber da gibt es keinen Aufgang jetzt irgendwo, oder? Also, das ist nichts. Ja. Dann könnte man auch angreifen, wirst du wüsst. Greift man da an, dann lass es irgendwann ein wenig. Ja, da einmal. Ja, warte mal, ich beginne. Erst der schießt ja mit irgendwas. Oh oh, das schäbert jetzt sicher gleich. Ja. Bin eingefroren. Oh yeah, die Fähigkeit, ja. Siehst du was? Oh, 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 oh. Oh, er lädt schon wieder Bäume. Ja, man, er nimmt eh gut Damage, aber wie auch teilweise. Naja. Ja, er macht manchmal gut Schaden, manchmal ist er wieder vollkommen okay, was er tut. Dann wieder kein Sprint nehmen. Ja, der müsste halt auch mit 2 Sekunden stehen bleiben, weil ich muss auf einem Kart. Ja, das ist das Problem an dem Typen gerade, der ist ein bisschen sprunghaft, lebhaft, nehmen wir es einmal. Aber wirklich anspruchsvoll ist er gerade nicht. Damals habe ich länger gebraucht, habe ich mich gewöhnt mit dem, aber das geht eigentlich gerade, was er da macht. Ich meine, er hat ja nicht mehr viel Life, der muss ja gleich hin sein. Ja. Gut. Ja, das war jetzt irgendwie. Wir sollten die Bosse schneller machen. Das ist schon fast langweilig, wenn wir so stark sind. New knowledge acquired.
Hat uns aber auch keiner geschenkt, ne? Ja, aber. Ja, aber schwer war jetzt ja auch nicht wirklich, oder? Ich meine, wir haben, ich renne schon seit zwei Bossen lang mit einer Flasche 79er Krieger in meiner Tasche rum. Aber irgendwie brauche ich es nicht. Das ist wurscht, das, was ich habe, reicht immer. Und jetzt habe ich ja 65er Krieger, gut, ist auch nicht schlecht, aber. Ich meine nur, irgendwie ist es halt, ja. Es ist halt nicht so schwierig gerade irgendwie. Aber das kommt gleich wieder, keine Sorge. Jetzt haben wir alle, von der 1 Stufen nämlich eigentlich erledigt, wenn ich mir das so anschaue. Ah, ich weiß, wo man einen Umhang kriegt. Was hättest du denn gerne jetzt zum Umbringen? Eine Domina, Angram oder Ziva? Mach mal Ziva. Der ist, der weiß ich, wo er ist. Der ist aber ziemlich weit oben, kann das sein? Ja, da können wir eh hin. Ja, dann können wir dieses Alloy herstellen. Dann können wir dieses Radium herstellen und dieses andere Ding. Mann, falls das du nicht hast genug Radium. Ich hab nämlich das Radium nicht. Ich kann das nicht herstellen. Berti! Wir müssen eh wieder. Oder reiten wir gleich durch. Das bleibt sich ja bald wohl. Null, wohin müssen wir? Da auf, ja, wo du? Wo wir Alloy gefarmt haben. Also. Ja, du, ich hab Alloy. Ja. Du hast Alloy gefarmt. Ich war ja da nicht dabei. Also da oben bei Düsterpfeile, Süd, da oben, das Ding da. Da irgendwo. Okay. Ja. Ja, passt, genau das. Na dann? Aber ich glaube, da reine ich drauf. Naja, oh ja. Ah, Frickers, das geht schon. Es ist 22.13 Uhr. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen bis da oben. Wenn wir den Weg richtig finden. Da wegkommen wir jetzt gerade ein wenig Arsch. 1120 Meter. Aber, finde ich cool. Weißt du wieso? Schalt der Sicht, ey. Vielleicht finden wir 100er Weeblatt. Ah, 100er Blatt. Ich habe letztes Jahr im Durchreiten bei so einem kleinen Lager den 100er gefunden. Oder irgendein 90er, Barbaren, irgendwas. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Weil normal würde ich jetzt sowieso ab und zu mal unten dran und schauen, wo ich was herkriege. Weil ich will unbedingt mal ein Barbaren haben. Nutzen wir dieses Rumgerenner da gleich aus und vielleicht finden wir was. Und da war schon nicht so aus. 60er war das höchste bis jetzt. Ist auch nichts. Wo sind da jetzt hier? Warte mal, Abzweigung. Gut, ist egal. Nur mal links so. 79er, da? Krieger haben wir aber schon. 50er brauchen wir auch nicht. Ich muss dann noch ein bisschen zickzack rennen, weil sonst werde ich getroffen. Irgendwie schaut der Pferd cooler aus als mein Pferd. Warum tut dein so leicht? Oh je. Warum leicht der Pferd so? Oh Mann, was ist das für ein Skin oder wo ist denn her? Weil meine schaut ganz anders aus als deins. DLC. Achso, ist das der DLC? Okay, na, wieso genau? Weil ich habe ja die gleiche Quest eigentlich gemacht, aber irgendwie. Passt schon, wenn das so DLC ist, ist so, das muss ja einen Sinn haben, auch der DLC, so ist er nicht. Eieiei, was hat mich getroffen? Alter, jetzt sind wir daheim, aber auch schon. Jetzt hau das Klumpert rein und bohrt da ab. Eigentlich sind wir ziemlich jetzt daheim, ja. Na dann, ab nach Hause. Über Armbrust übrigens kriegt der blaue. Ja, ich hab ein Großschwert gekriegt, ein blaues. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich da. Das muss ich weisen, ich weiß nicht mehr genau, was ich da verhalten soll. Jetzt. Aber einen großen, makellosen Smaragd habe ich gekriegt. Der ist fett. Und ein Hollowwood, das ist ein anderes Holz, was immer das sein soll. Ja, Staubsauger halt, ne? Naja, ich hab 800 Holz mitgenommen. Das habe ich aber deswegen mitgenommen, weil ich viele Bretter brauche. Jetzt schmeiße ich ja 1000 aus der Geine und lass Bretter machen. Weil ich habe nur immer 800 dann. Staubsauger hat halt dann viel, ne?
Ich komme nicht zum Looten, du Staubsauger. Hey, warte mal, ja, Schatten, oh, Schattenblitz kann ich herstellen. 4 gewöhnliche Rubin und 4 Eisenbahn, aber da kommt doch immer das gleiche aus, oder haben die jetzt nicht alle das gleiche Perk? Na, die haben unterschiedliche Perks. 2 Steine für die gleiche Fähigkeit haben andere, haben anderen da Ding drauf. Dann habe ich mir verdammt. Dann ist vielleicht doch irgendwie sinnvoll, das herzustellen. Du brauchst Eisenbahn dafür und so unendlich viel habe ich davor jetzt auch nicht mehr. Trink einmal das, was ich da gemacht habe, bevor wir es gar nicht verwenden. Sag mal, ob sie das Blut auffüllt, wenn man das Flaschel sich reinpfeift. Dann wissen wir es wenigstens. Jetzt bohrt der mal da auf. Ja, ich hab noch gemeint, weil dann wissen wir es wenigstens. Soll ich mir das jetzt echt reinhauen? Ja, ist ja wurscht, dann wissen wir halt, ob es geht, ne? Ist ja egal. Was haben wir denn sonst damit? Irgendeiner muss da mal reinpfeifen. Ich hab nur immer mehr 65, ich brauch's noch nicht. Ja, hat sich komplett gefühlt, ja. Ja, passt, dann ist das ja optimal. Dann zapfen wir den Typen mit Fisch haben wir auch jetzt gekriegt, dann zapfen wir den Typen nur ein paar Mal an. Und dann gießt nichts, nie wieder Blut aus, weil dann pfeifst du das eine und bist gleich mal zack voll. So, wo bist jetzt du? Du bist mehr nördlich. Ja, du, da oben, wo du bist, war ich noch gar nicht. So, wo willst du jetzt hin? Wo ist der Boss? Weil ich kann jetzt nur, ich kann auf die zu reiten oder ich reite irgendwo gleich direkt hier, wo ich hin muss. Da wo wir Marker, das ist der Eingang. Also da, gut, okay, dann wieder auf, wir schon einmal. Na wenigstens haben wir uns einen sonnigen Tag ausgesucht. Nicht so regnerisch. Ey, da war nicht so viel für dieses komische Zeug zum Farmen, uiuiui. Aber Gloomrot haben es gut gemacht, wenn sie nicht wieder ein Jahr gebraucht hätten. Das Spiel hätte nämlich das Potenzial, dass das viel Leute lang spielen, ja. Wenn sie nicht immer ein Jahr gebraucht hätten für ein Update, aber gut, Valheim braucht ja ein Jahr für ein Content-Update immer. Für eine Umgebung. Ich weiß, dass es nicht so wenig hocken ist wahrscheinlich, aber... Ja, ja. Ja, nein, es halt halt auch, die Leute gehen halt einfach wieder, wenn ich ein Jahr lang da warten muss, um wieder was Neues zu questen oder so, ne. Das ist ja halt einfach so, ne? Ja. Hey, da wird's warm. Ja. Alter, was ist da los? Da war gerade ein riesen Wolken. Auf einmal ist die Summe wieder fort. Weg da alle. Ja, darum würde ich auch nie kämpfen, wenn der Sohn das geht. Ja, nein, die Sohn finde ich nicht per se so tragisch, aber da war gerade eine riesige Wolke. Und auf einmal macht es schwupp und ist weg. Aber wie wenn sie sich aufgelöst hätte, sie ist nicht weggefahren, sie ist einfach weg gewesen. Das finde ich blöd. Weil normalerweise kann man mit Schotten ja rechnen, ein bisschen mitgehen mit Schotten oder so. Aber so kann ich gar nichts. Wenn sie die einfach auflöst, ist es nicht Arsch, ne? Das ist nur Scheiß, das brauche ich nicht. So, und du willst jetzt da vorne rein, oder wie? Jo, wohin müssen. Gloomwood kriege ich da. Was ist Gloomwood? Warte mal, ich nehme da ein bisschen Gloomwood mit. Das brauchen wir sicher noch. Kriege ich pro Schlag nämlich nur eins. Das ist so wenig, was ich da rausholen aus dem Baum. Okay, jetzt kriege ich mehr. So, passt. Ich wollte noch in einem Baum hocken. Geht schon. So, du warst ja schon drin, oder? Kommt da jetzt kleiner Boss oder komm ich da ein bisschen Spielraum?
Ja, Stickel müssen wir schon eine. Das heißt, wir machen Vollgas. Und überhaupt nicht lästig, die Typen. Wo ist er? Und fertig. Das ist nur laut, das ist an Fabriken, gell? Cool. Läuft, 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 läuft. 46er kommt da hinten. Hinter uns, was ist das für Riesenspinne da? Ah! Bohrer, was ist für Spinne? Man kann es wegschubsen. Ich hab dich geheilt. Da findest du einmal Elite-Kisten nur gelungen drin. Du hast damals gesagt, ich habe ein Klick und finde die, aber ich wollte es dir schon sagen, du, die sind nicht so leibend irgendwie. Da drin ist schon der Boss. Hm? Achso, sind wir schon da? Aber die Umgebung ist cool. Ich glaube, ich werde mich da mal ein bisschen aufhalten. Ich meine, wenn ich mal den Rest alles zusammengekommen habe, was ich brauche, ein bisschen da rumtreiben. So viel lustig da, schon cool aus. So, jetzt bräuchte ich irgendwann noch Blut, wobei ich habe meins auch mit, aber... Ja, das wirst du nehmen müssen, da ist noch mal der Boss. Und sobald wir bei den Stiegen oben rennen, resettet da, gell? Okay. Boing. Nein, ich habe nur 2,5 Liter, also ein Viertel eigentlich, also... Hoppla, mein Fehler. Ja, viel Blut habe ich auch nicht mehr drin, wenn du das meinst. Also heilen brauche ich mich damit nicht mehr jetzt. Nein, für einen Try reicht es aber. Also, was muss ich irgendwas aufpassen? Weißt du was? Ist irgendwas? Ja, der macht halt Bam Bam und dann macht er Kugeln, die was die verfolgen und dann macht er viel Bam Bam und ja. Na gut, bei der Beschreibung kann nichts schief gehen. Also, gehen wir. Genau. Halt, wart. Die wollte ich nicht da hinhauen. Oh, jetzt kommen wir. Toll. Ich hau jetzt immer meinen Typen am Anfang gleich aus, weil ich mir irgendwie verwende im restlichen Kampf, vergieße ich eh drauf. Ich schätze mal so, es hat vielleicht einen Grund, warum es hier drin. Ah, das sind die Bam Bam-Kugeln, was du meinst, gell? Es hat vielleicht einen Grund, warum es hier 4 Säulen gibt, die was nicht zerstörbar sind. So wie wenn man sie dahinter verstecken könnte. Also
bei mir schaut schon nicht gut aus. Konntest du mal bei mir in der Nähe vorbeirennen, dann. Da. Also. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann die nur so sporadisch heilen immer. So, jetzt habe ich die ganze Säumokel. Ich renne mal oben. Vielleicht resettet er eh nicht. Solange ich da bin, müssen da eigentlich rumbleiben. Die Säulen versteckt einfach hinter die Säulen, wenn es geht, schau. Ich hau mir jetzt Herzen rein, das bleibt mir über. Hast du noch. Achso, du hast ja mein Ding schon verwendet, gell? Also ich hab noch volle Leben, wenn er so weitermacht, ist es okay. Ah, jetzt fliegt er. Jetzt ist es irgendwie Arsch. Warte mal, was macht er denn jetzt? Ah, er schmeißt mit Raketen um sich. Landet der wieder irgendwann nochmal, oder? Achso. Ah! Viele, viele bunte Kugel. Die probiert die ganze Zeit der Wurf durch. Erst die trifft ihn nicht, die zieht immer weg. Hau der Ultimate aus, wenn du das hast. Ich hau meinen auch nochmal raus. Mit der ist schon wieder, deswegen habe ich es gleich am Anfang genommen, der Cooldown ist schon wieder vorbei. Okay, das bringt nichts, wenn es fliegt. Die ist auch verfolgt mich. Nee, ich kill dafür die gar nicht jetzt, aber. Eins tot. Zumindest bis auf den anderen. Am Anfang, die ersten halben 50% sind gut abgegangen. Jetzt kommen wir überhaupt nicht weiter, weil der Deppert nur in der Gegend rumfliegt, gell? Jetzt auf ihn. Na, nicht überhaupt, sonst verfolgen die Kugeln. Wenn ich da jetzt nicht mehr aufpasse, hocke ich in die Kugeln drin. Naja. Ja, jetzt fliegt er wieder, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Das Gute ist, dass er nur eins verfolgen kann fliegen. Das heißt, selbst wenn er wem killt. Ich bin nie wieder. Naja, es geht darum, selbst wenn er wem killt von uns, er killt nur einen, der andere kann nur draufhauen. Oh, der ist ja fast hin. Ja, aber er gibt sich gerade völlig Mühe, dass er nicht gleich stirbt. Naja. Jetzt habe ich wenigstens kurz einmal getroffen, gescheit. Also Zeit schieße ich ja daneben. Ja. Ja. Schau, wie die jetzt eine hat. Ja, der trifft gut. Feuer mal um, Alter. Hinüber. Ich hab mich da noch gelegt mit der letzten Säule. Ich hab das erst mitgekriegt, nachdem ich, weil du bist draufgeschossen, weil ich mir gedacht, du bist nur da.
Nein, ich bin so fair. Ich heb dich zuerst auf, dann schau ich, was da am Boden liegt. Ja, und dann kommt der Staubsauger. Nein, ich hab vorher auch das gelbe. Von zwei gelben Sachen vorher nehme ich an mit, der in der Nähe liegt immer. Was ist denn das? Das ist eine Schusswaffe. Die darfst dann du haben, wenn du willst. Aber ich nehme sie mal mit. Weil ich werde die Schusswaffe. Oder nimmst du die Schusswaffe noch? Na, oder? Hättest du gerne einen Läuterer oder Klingentanztänzerin als nächstes? Mann, verführerischer klingt der Klingentänzerin, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das so lustig für uns wird. Du rennst davor. Ich sag jetzt irgendwann so aus, da kann ich mich hochheilen einmal. Jo Leute, also, habt ihr es gesehen? Drei Bosse, glaube ich, waren das jetzt, oder? Drei, oder? Jo. In einem Part alle First Try. Das alles nur, weil der Wasabi einmal nüchtern ist, ja? Und das ist super. Okay, nein, das auf jeden Fall hat super funktioniert. War noch gute Try, gut Tries, war ja gar kein Try, waren noch gute Kills. Drei Bosse, ein Part, schaut gut aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, like, Comment. Nichts vergessen. Bis dann und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ich sag auch tschüss, bis zum nächsten Mal und denkt bitte an einen Daumen. Bis dann.